Tun wir vielleicht das da mit dem Löschen doch auf das Logo legen, dass wenn ich ihn umdrehe, dass ich dann gelöscht habe. Und wenn ich den Knopf A drücke, dann habe ich gewonnen. Wenn ich den Knopf B drücke, hat das Gegenüber gewonnen. Und dann könnte ich es ja so machen, wenn ich gewonnen habe, dann muss er sich das ja irgendwie mal merken da. Da tun wir einfach zählen. Also ich würde das da doch ein bisschen umbauen. Ich würde sagen, das tun wir weg und da sagen wir einfach, Logo down, weil dann habe ich die beiden Knöpfe für was anderes. Weil ich stelle mir nämlich vor, ich drücke den Knopf A, wenn ich gewonnen habe, ich drücke den Knopf B, wenn mein Gegenüber gewonnen hat, und dann hinterher soll ich mir einfach anzeigen, wie oft ich gewonnen habe. Und er soll anzeigen, wie viele Spiele wir insgesamt gemacht haben. Ja, das ist wieder so eine Geschichte fürs Blatt Papier. Was brauche ich denn alles? Ich brauche also ein Zähler. Wie viele Spiele wir insgesamt gespielt haben. Ein A-Gewinn. Das ist, wenn ich gewonnen habe. Und ein B-Gewinn, wenn der andere gewonnen hat. Ja, probieren wir mal, da herum zu basteln. Eigentlich passt das jetzt schon. Variable. Wir machen also Gesamt eine Variable, das sind alle Spiele. Dann machen wir eine, die nennt sich einfach A-Gewinn. Und dann machen wir eine, die heißt B-Gewinn. Wenn ich den Bildschirm löschen tue, dann tue ich eigentlich nur die Zufallszahl löschen. Und die könnt ihr so machen, wenn ich. Na, machen wir es. Input. Also, Knopf A gedrückt. Knopf B gedrückt. Und dann machen wir noch was. Knopf A und B gedrückt. Das verwende ich einfach, wenn ich beide zusammen tue, dass ich das gesamte Spiel löschen tue. Dann kann ich nämlich sagen, wenn wir alles löschen, dann löschen wir einfach wirklich alles. Dann machen wir den Bildschirm sauber und dann nehmen wir unsere Variablen, nämlich die Gesamtspiele. Ich dupliziere mir das jetzt einfach. Den A-Gewinn und den B-Gewinn. Also Gesamtspiele, den A-Gewinn und den B-Gewinn, die setze ich alle auf 0. Also, wenn ich den Knopf A drücke, den drücke ich dann, wenn ich gewonnen habe. Das heißt, ich tue die Variable A-Gewinn Change A-Gewinn bei 1 und B-Gewinn beim anderen. Change bei 1, da ändert sich einfach die Zahl um 1. Ja? Und was ich aber bei beiden machen muss, das ist jetzt die Gesamtspieleranzahl. Ändern. So. Einmal da und einmal da. Also ich würde das vermutlich ganz zum Schluss, wenn ich das wieder löschen will, bevor ich es lösche, anzeigen. Ja, das heißt, vor diesem Clear Screen Show Number. Welche Number? Nämlich ich. Da lassen wir eine halbe Sekunde vergehen. Ja.
Da zeigen wir einfach den schrägen Strich, also so. Und da sagen wir einfach Gesamt. Das heißt, da steht dann so viel Spiele von Gesamtspiele. Ja, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Und dann löscht du das Ganze. Also, Logo, alles gelöscht. Shake, I. Shake, der andere. Shake, I. Wo sind wir denn jetzt? 3 von 6. 7. 8. Sind wir schon bei 8? 5 von 9. Shake nochmal. 6 von 10. Und das kann ich mir jetzt nochmal anzeigen lassen. Ja? 6 von 10. Das macht Sinn. Und dann stellen wir wieder auf den Kopf. Anzeigen 0 von 0. Passt. Das nenne ich jetzt einfach Schere Stein Papier Nummer 2 und sage Speichern. Drücken wir mal beide. 3 von 7. Jetzt stellen wir es auf den Kopf. Drücken wir beide. 0 von 0. Ja, und schon können wir da einen Schere Stein Papier Wettbewerb starten. Auf geht's. Ja, da können wir viele weitere Sachen auch noch machen. Aber das werde ich da jetzt nicht so genau vorzeigen, sondern da können wir uns jetzt spielen. Oder da kann sich jeder selber jetzt ausspielen und das einfach mal ausprobieren. Na dann, viel Spaß damit!